Tag auch. Schön, dass ihr da seid bei unserem Q&A zu den letzten 10 Folgen. Genau, dieses Mal hatten wir uns wieder so vorgestellt, dass wir jetzt nicht zur letzten Folge einfach ein Q&A machen, sondern es war ja die 30. Folge und von daher hatten wir euch nochmal die Möglichkeit gegeben, uns zurückzumelden, was für euch so angefallen ist oder auch einfach nur allgemein irgendwelche Fragen an uns zu stellen zu irgendwelchen Bereichen. Das werden wir heute verwirklichen. Es ist nicht so schrecklich viel hineingekommen, aber ein paar Sachen sind es, über die wir mit dir auch heute sprechen. Vielleicht auch nochmal den ganzen Rahmen hier als Möglichkeit, euch zu sagen, wie dankbar wir für eure Unterstützung sind, wie großartig wir die Entwicklung unseres Projektes finden und einfach auf unterschiedlichen Ebenen ist es, denke ich, klar, dass wir das Ganze nur machen können und das Ganze nur Sinn ergibt, dadurch, dass ihr uns so krass unterstützt und wir freuen uns einfach, dass es doch immer besser vorangeht und immer mehr, noch mehr Leute mitbekommen, was wir hier tun. Ja, vor allem wir selber uns auch auf die Zukunft freuen, weil gerade die letzten Folgen nochmal hatte ich das Gefühl, sind so gut angekommen, haben nochmal so viel an Rückmeldungen, Diskussionen gebracht. Ich bin einfach echt gespannt, wie das alles weitergeht und das Ganze motiviert einen dann natürlich noch mehr zu den ganzen Sachen, die wir noch so auf unserer langen, langen Liste stehen haben, ja, spannende Folgen zu machen. Vielleicht auch nochmal kurz als Möglichkeit einmal darüber zu sprechen von den Projekten, die wir gerade machen, also auch mit der Community zusammen. Wir haben ja das Projekt anarchokommunismus.de gestartet. Da haben wir jetzt eben schon begonnen, das Ganze zu entwickeln. Aber wir freuen uns weiterhin über Genossinnen, UnterstützerInnen dazuzukommen. Meldet euch einfach bei uns und dann nehmen wir euch gerne in den Discord-Server, wo wir das gerade machen, auf. Und eine Sache, die wir auch angekündigt haben, und zwar den linken Medienworkshop, da sieht es leider nicht so gut aus, weil wir nicht so viele Anmeldungen bekommen und Stand jetzt werden wir es vielleicht nicht realisieren. Also wenn ihr Bock habt, auch so was Ähnliches zu machen wie wir oder auch ein anderes Medienprojekt zu realisieren, wir haben eigentlich einiges vorbereitet und ja, bisher scheint das Interesse nicht sonderlich groß zu sein, aber wir freuen uns, wenn ihr euch noch meldet und vielleicht können wir es dann doch realisieren. Nun aber zu dem Q&A. Und wir starten dann erstmal mit einer Anekdote zu, was in den letzten 10 Folgen so passiert ist. Und jetzt kommt die Anekdote der Woche. Ja, vielleicht gerade in Bezug auf die letzten Folgen können wir dann nochmal erzählen, für alle, die es nicht in der Story mitbekommen haben, von der ersten großen versuchten Polizeirepression, die unser Podcast abbekommen hat. Wir hatten ja zur Ankündigung der Afghanistan-Folge unsere kleine Aktion veröffentlicht, die wir in der Dortmunder Innenstadt ausgeführt haben, wo wir auf zwei Tapetenspruchbändern einmal Defund the Taliban und Freiheit für das afghanische Volk gefordert haben, direkt am Dortmunder Rathaus. Dabei ist es zu einer wilden und furiosen Verfolgungsjagd mit den Dortmunder Ordnungskräften in der Innenstadt gekommen. Die Polizei hatte uns dabei die ganze Zeit schon beobachtet und als wir dann unseres Weges gingen, gab es scheinbar den Befehl, dass man uns doch verfolgen sollte durch die Innenstadt. Ja, das Ganze passierte dann im Schritttempo, während wir dann von, ich glaube, zwei Polizeiwannen und später dann auch noch zwei weiteren Streifen verfolgt wurden. Durch unser Geschick und unsere Kenntnis der Dortmunder Innenstadt sind wir dann halt im Schritttempo durch die engen Gassen gelaufen und konnten immer wieder die Polizeiwagen abschütteln. Nur an einer Engstelle kam es dann einmal kurz zu einem Beschleunigen einer Polizeiwanne und einem Aussteigen des Polizisten, der aber da alleine da drin saß, dann doch seinen Polizeiwagen nicht verlassen durfte. Wie hast du so schön gesagt, die adrenalinloseste Verfolgungsjagd mit der Polizei, die wir je erlebt haben. Ja. Und es waren doch einige. Aber gut, dann starten wir jetzt mit der ersten Frage. Und zwar ist das folgende. Könnt ihr mir erklären, was ich davon hätte, wenn ich außer bei der Freien Arbeiterinnenunion auch noch bei der Plattform mitmachen würde? Konnte mir noch niemand erklären. Vielleicht gleich noch mit, was wer in der FDA nicht machen kann, was er sie in der Plattform machen könnte. Das ist auf jeden Fall eine recht umfangreiche Frage, wenn man so will. Vielleicht zuerst gesagt, das sind natürlich alles unterschiedliche Ansätze und du wirst auch unterschiedliche Arbeit darin machen.
Die FAU hat ja schon, auch wenn es natürlich in manchen Städten mehr oder weniger noch zusätzlich politische Handlungsfelder gibt, eigentlich schon sehr stark diesen gewerkschaftlichen Fokus. Das ist dann natürlich auch ein Kampf, auf dem du dich in der FAU konzentrieren würdest. Lassen wir jetzt mal einmal das ganze Inhaltliche noch weg mit Anarcho-Syndikalismus, Plattformismus und synthetischem Anarchismus. Aber wenn du dann in der Plattform aktiv sein würdest, würdest du wahrscheinlich noch einen stärkeren Fokus in deiner Arbeit einmal auf den generellen Aufbau von der Plattform haben. Das heißt, du wirst auch inhaltlich zu dem ganzen Themenbereich Plattformismus arbeiten. Die Plattform funktioniert natürlich auch ganz anders. Du wirst halt noch natürlich auch andere Arbeit machen. Du wirst dich dann eher auf soziale Einmischung konzentrieren, die vielleicht teilweise auch mal den gewerkschaftlichen Kampf mit reinnehmen, die aber häufig auch Sachen sein werden wie Klimakämpfe, Einmischung in feministische Kämpfe in deiner Stadt, generell auch vom Arbeitspensum wahrscheinlich mehr darauf ausgerichtet ist, neben dem, dass du irgendwo sozial aktiv bist, dann noch in der Plattform zu arbeiten. In der FDA sieht's dann wahrscheinlich nochmal deutlich anders aus. Da musst du wahrscheinlich auch erstmal gucken, wo sind jetzt gerade noch FDA-Gruppen in welchen Städten aktiv. Diese sind dann auch teilweise von der Arbeitsweise extrem unterschiedlich. Also wirst in einer Stadt dann eine FDA-Gruppe finden, die vielleicht einen Nachbarschaftsraum, irgendwie ein Café anbietet. Und dann wirst du wieder eine FDA-Gruppe finden, die, was weiß ich, regelmäßig in den Wald fährt und Klimaaktivismus macht. Also gerade bei FDA-Gruppen wirst du dann ein sehr großes Spektrum haben und die werden dann inhaltlich und strukturell auch nochmal stark unterschiedlich sein. Das ist was, was du jetzt in der FAU oder in der Plattform, die eigentlich eine formell geregelte Organisation für alle Lokalgruppen haben, so nicht haben. Ja, generell würde ich auch einfach sagen, du musst dir da selber klar werden drüber, ne? Also das kann man nicht so eins zu eins beantworten, was dir das bringt oder so, sondern du musst dir selber klar werden, wo stehst du politisch? Wie willst du handeln? Welchen inhaltlichen Gedanken heraus willst du handeln? Dann mit den Konzepten der drei verschiedenen Föderationen auseinanderzusetzen, anhand dessen dich dann entscheiden, wo du aktiv werden möchtest. Das ist halt das Wichtigste. Und da lässt sich natürlich jetzt sehr schwierig innerhalb von irgendwie ein paar Sekunden darauf antworten oder die das vermitteln. Ist auch selber eine gewisse Selbstbeschäftigung nötig. Also ich denke mal, da wir natürlich jetzt bald zu FAU zwar was haben werden, aber zu den anderen beiden Sachen so gesehen noch nichts von der Einführung, ist wahrscheinlich das Sinnvollste auch für dich, wenn du einfach mal auf die Seiten der Föderation selber gehst, also bei der FAU, bei der Plattform und bei der FDA nachguckst und dich dann einfach in die Texte, die dort veröffentlicht wurden, dann einliest. Und dann eben schaust, bei den Strukturen, die dich interessieren, gibt es eben eine lokale Gruppe und da halt zu den Angeboten gehst, die es da gibt, um dann mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Wir verlinken auf jeden Fall die Webseiten der drei Föderationen nochmal unter diesem Beitrag. Die nächste Frage ist, große Revolution und später die Feinheiten klären oder direkt klare Linie verfolgen? Also da würde ich sagen, weder noch oder beides oder so. Also das würde ich halt nicht sagen, das eine oder das andere, sondern auch das ist natürlich sehr komplex. Wir sind auf jeden Fall immer in der Tendenz angesiedelt zu sagen, dass wir eine klare Linie brauchen, gerade auch in revolutionären Umstürzen, in krassen gesellschaftlichen Veränderungen, weil da natürlich auch die Möglichkeit, dass es dann also zu Kompromissen kommt, sehr, sehr groß ist und das nicht unbedingt immer der beste Weg ist, sondern es auch in der Geschichte Beispiele gab, wo also Kompromisse eingegangen wurden, wie in der Spanischen Revolution zum Beispiel die Regierungsbeteiligung, die darauf hinwirken sollte, dass dann die Staatengemeinschaft, das republikanische, das teilweise anarchistisch geprägte Spanien anerkennt und Waffen liefert und unterstützt gegen den Frankofaschismus. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Stattdessen wurde eben die Revolution geschwächt. Also eine klare Linie ist für uns wichtig. Natürlich aber nicht um jeden Preis. Es wird immer gewisse Kompromisse geben. Und ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge gehört hast, wo wir über unser Revolutionsverständnis reden. Also für uns ist eine Revolution eben ein Prozess, der nicht irgendwie ein großer Knall ist, wo dann alles anders wird, sondern revolutionäre Prozess ist auch schon jetzt. Also die Vorbereitung auf einen Umsturz dieses kapitalistischen Systems ist genauso entscheidend wie die Transformation und was dann danach kommt. Und das ist also alles ein fließender Prozess, wo wir auch uns mit den Feinheiten natürlich auch beschäftigen während dieses Gehens. Das ist genauso wichtig wie die großen Kämpfe, die großen Streikbewegungen sind natürlich auch, wie wir uns zueinander verhalten und so weiter. Und das passiert also automatisch in dem Prozess der Selbstorganisation der unabhängigen Klasse. Ja, es ist halt so eine vage Frage, da kann man halt nicht viel zu sagen, ne?
Ja, genau. Also es ist sehr vage, aber das ist schwer, das einfach so zu beantworten. Ja. Auch was du ja gesagt hast, das geht ja einfach in alle möglichen Richtungen und da müsste man vielleicht mal einfach eine Folge zu Transformationskonzepten machen. Was wir auf jeden Fall nochmal machen. Ja. Meinung zu Crime Thing. Crime Thing ist Erklärung, ja. US-amerikanische speziell, also es ist mittlerweile auch ein größeres Netzwerk, aber aus den USA stammende anarchistische Gruppe, die speziell einiges an Theorie, anarchistische Theorie produziert hat und Texten produziert hat, aber auch darüber hinaus also ein bisschen aktionistisch aktiv war. Als Nachrichtenseite fungiert hat, genau, zu manchen sozialen Bewegungen. Ja, und ich würde sagen, das ist recht schwer zu sagen, jetzt einfach einheitlich, Crime Sync ja oder nein. Ich kann mich noch erinnern, als ich jetzt vor etlichen Jahren in die anarchistische Bewegung kam, dass es da immer mal wieder irgendwie so, mir ehrlich gesagt, ein bisschen zu wenig geschärfte Diskussionen darum gab und das alles dann immer so ein vages Bauchgefühl war, entweder man mag Crime Sync oder nicht, aber irgendwie wenig da dann wirklich inhaltlich drüber geredet wurde. Und ich hatte halt das Gefühl, dass es echt einige ganz nette verschiedene Einführungstexte zu bestimmten Themen und Inhaltsschwerpunkte des Anarchismus gab. Es gibt ja auch die eigentlich doch recht gute Alles-Verändern-Broschüre von Crime Sync. Natürlich würde ich jetzt nicht mehr alles da drin genauso unterschreiben, aber das war einfach sehr nett aufgemacht. Inhaltlich größtenteils eigentlich recht gut. Sonst habe ich das irgendwie so wahrgenommen, dass es dann nochmal diesen Bruch in Crime Sync selber gab. Zuerst halt den Fokus auf so ein romantisiertes Aussteigertum, teilweise mit auch antizivilisatorischen Ansätzen, hin dann zu, ja, zumindest, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, einem klassenbewussten Anarchismus, aber zumindest hin auf so einen Fokus auf breitere soziale Bewegungen und auch Beteiligung von anarchistischen Kräften da dran. Also vielleicht kann man einfach sagen, dass wir Crime Thing positiv gegenüberstehen, das aber jetzt nicht mehr, wie es vielleicht noch vor einigen Jahren war, einer unserer Hauptbezugspunkte ist, sondern eher so, wo man mal ab und zu noch was mitbekommt, aber was einfach für uns die Wichtigkeit verloren hat. Wirklich unwichtig, so würde ich sagen. Ist einfach für uns jetzt, glaube ich, wirklich unwichtig. Also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal was von Crime Sync gelesen habe. Ich höre auch gerade irgendwie nicht großartig, dass darüber viel diskutiert wird. Und ja, deswegen, ich würde auch nicht sagen, dass ich dem jetzt so nicht positiv gegenüberstehe. Einfach neutral, weil es mir relativ egal ist. So. Aber teilweise echt schöne Poster. Mit Crime Sync-Sprüchen. Okay, die nächste Rückmeldung. Und auch die letzte. Ich habe privat viel mit Antideutschen zu tun. Vielleicht nochmal zu Beginn zu dieser Rückmeldung dazu zu sagen. Wir hatten einen kleinen Influencer-Disput, wenn man so will, mit Schmalle Pott. Das ist so einer der wenigen deutschen Linken, die wirklich viel zum Thema Islamismus machen, da auch sehr auffällig sind, also viele Vorträge halten und sich stark zu positionieren. Er hatte sich auf jeden Fall unsere Afghanistan-Folge angehört, die letzte, und war in Teilen nicht so begeistert. Primär war er nicht so begeistert, weil wir also gesagt haben, dass die deutsche Linke mehrheitlich pro-imperialistische Positionen vertritt und da Schmalle Pott selber antideutsch ist und sein Milieu um ihn herum natürlich auch, hat ihm das also nicht so gefallen. Er hat das dann irgendwie probiert zu sagen, dass es ja nicht so wäre, weil ja die meisten antideutschen Kommunisten wären, was ich aber jetzt irgendwie nicht ausschließte, dass man pro-imperialistische Positionen und trotzdem, also leider zeigt es das zumindest. Ja, also in dem Fall auf jeden Fall. Ja, er hat halt dann einen Kommentar geschrieben, der recht nett formuliert war, an dessen Ende er auch dann irgendwie schreibt, er freue sich jetzt auf einen offenen Diskurs. Und als wir dann den offenen Diskurs begonnen haben, hat er uns blockiert und uns seine Followerschaft auf den Hals gehetzt. Ja. Ja, der Kommentar, der jetzt kommt, bezieht sich so ein bisschen darauf. Uns ist das jetzt im Prinzip relativ egal, aber es sei dann halt hier erwähnt, damit ihr überhaupt wisst, worum es geht. Ich habe privat viel mit Antideutschen zu tun und muss sagen, dass es durchaus gemäßigte Ansichten in derer Ideologie und ihrem Pro-Imperialismus gibt. Seht ihr eine Möglichkeit, mit gemäßigten Antideutschen zusammenzuarbeiten in gewissen Rahmen? Oder ist das für euch ein No-Go? Ich habe das Gefühl, in der autonomen anarchistischen Szene kommt Menschen nicht drumherum. Traurige Smiley. Ich kann nicht verstehen, was anarchistisch daran ist, ein Land zu unterstützen. Fragende Smiley. Dennoch bin ich teilweise mit welchen befreundet, was es echt schwierig für mich macht. Ach, war das schon, Jürgen? Das war's. Okay. hörte sich das in deiner Stimme, sondern es kommt noch was. Ja, erstmal, ich glaube, wenn man in der radikalen Linken aktiv ist, hat jeder irgendwann irgendwo mal antideutsche Freunde. Meine besten Freunde. Einige meiner Freunde sind antideutsche. Ja. Das ist auch in Ordnung. Aber. Nein, also, ja, man muss auf jeden Fall
differenzieren und ich würde auch behaupten, dass es verschiedene antideutsche Gruppen und Organisationen gibt, die doch auf jeden Fall eine differenziertere Position zu Israel haben. Dem stimme ich auch schon zu. Und ich würde auch sagen, dass es nicht eine Zwangsläufigkeit ist, nur weil jemand zumindest genauer drauf guckt, wenn es um Antizionismus geht, dass die Person direkt irgendwie ausgeschlossen werden muss von, da kann man taktisch mit zusammenarbeiten. Weil wir werden generell in unserer Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppen immer wieder darauf stoßen, dass sie ja in manchen Positionen einfach ganz andere als wir haben oder in Teilen dann auch revisionistische Positionen zu einem bestimmten Staat. Nur diese ganze Frage von ja mit Antideutschen zusammenarbeiten oder nicht, häufig finde ich das einfach nicht so relevant, weil in den allermeisten Situationen, in denen wir jetzt hier in der Stadt selber Kämpfe geführt haben oder da, wo wir uns auch unsere Kämpfe suchen in sozialen Bewegungen, ist das einfach relativ irrelevant. Weil die keine Kämpfe führen. Ja, eben. Also die meisten antideutschen Gruppen drehen sich ja wirklich um sich selber, haben dann vielleicht nochmal Aktivismus dazu, wenn es dann mal wieder zu einem Gaza-Krieg kommt und es in Deutschland zu antisemitischen Übergriffen vermehrt kommt. Oder hier und da machen sie dann mal einen guten Vortrag zu, was weiß ich, Kritik von Islamismus-Kuschelei in der deutschen Linken oder sowas, wo man dann mal hingehen kann. Aber ich würde jetzt sagen, abgesehen von vielleicht in manchen Städten dann antifaschistischen Kräften, wo man dann mit so antideutschen Antifa-Gruppen zusammenarbeitet, ist es einfach wirklich ziemlich irrelevant. Und deswegen finde ich es auch nicht wichtig, da zu sagen, ja, wollen wir jetzt zusammenarbeiten? Also das ist eben so eine Sache, die ich nicht oft genug betonen kann. Mit wem wir zusammenarbeiten, orientiert sich an den sozialen Kämpfen. Und das meint halt soziale Kämpfe und das meint nicht irgendwelche in irgendwelcher linken Subkultur. Wir sagen ja immer oft genug, so der anarchistische Bewegung muss sich eben an den sozialen Kämpfen orientieren und in denen finden antideutsche Gruppen und auch von antideutschen Inhalten beeinflussten oder in größerem Maße beeinflussten Leuten halt sehr wenig bis gar nicht statt. Das heißt also, wenn die Frage aufkommt, arbeitet man mit Antideutschen zusammen, dann bedeutet das oftmals, dass eure Praxis komisch ist, weil ihr euch nur in irgendeinem, oder nicht komisch, aber eure Praxis also nicht auf die sozialen Bewegungen gemünzt ist, weil ihr euch dann nur in irgendwelchen linken Szene-Kontexten aufhaltet, wo ihr dann auch auf diese Leute trefft. Und wenn andersrum die Frage aufkommt, ihr seid in sozialen Kämpfen aktiv und dann trefft ihr auf Antideutsche, dann kann es auch sein, dass dann gerade diese Leute hier vielleicht sogar eine gute Position haben. Und wenn diese Leute eine gute Position haben, warum dann nicht mit ihnen zusammenarbeiten? Genauso, wenn halt sich irgendwelche Autoritärkommunisten in irgendeinem sozialen Kampf gut verhalten, einen guten Ansatz haben, der unserem entspricht und wo das halt zusammengeht, dann kann man auch punktuell da zusammenarbeiten. Aber wir halten halt allgemein sehr wenig von irgendwelcher linker Bündnispolitik oder sonst wie. Das ist vielleicht dann fürs Verständnis sehr wichtig und im Allgemeinen im Diskurs und so weiter, wir sind sehr froh darüber, dass wir von Antideutschen bis Maoisten, um das mal so die beiden Extreme so vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, alles dabei haben unter unserer HörerInnenschaft. Das ist auch eine gute Sache so, dass man da offen ist, dass man gemeinsam in Diskurs tritt und da nicht irgendwie so ein Szene-Hickhack führt, sondern in einem offenen Diskurs sich gegenseitig bereichern kann. Ja, und darum geht's uns ja auch nicht. Uns geht's ja jetzt nicht einfach nur um Streitigkeiten mit antideutschen Gruppen zu führen, um der Willen der Streitigkeiten, sondern wo wir dann ja wirklich sagen würden, da führen wir halt den Kampf um ja eine vernünftige Linie zu der ganzen Position zu Israel, wäre dann in unseren eigenen Organisationen. Und da finden wir es dann auch wieder wichtiger und da würden wir dann auch sagen, dass wir da dann wahrscheinlich auch etwas kompromissloser sind, weil wir finden es halt wichtig, gerade wenn wir uns jetzt angucken, eine plattformistische oder spezifische anarchistische Organisation oder auch in der Gewerkschaft selber, wo es ja auch mit der FAU in Hamburg dann teils sehr merkwürdige Entwicklungen aufgrund einer antideutschen Linie gab, da ist es wichtig, diese Auseinandersetzung zu führen. Aber wir werden jetzt nicht irgendwie in der Stadt rumlaufen und uns mit Antideutschen streiten, was auch eigentlich nie zu irgendwas Sinnvollem führt, außer wieder eine Beschäftigung mit der Szene selber. Also, wenn ihr dann nochmal hören wollt, was wir zu antideutschen Linken denken und auch zu Imperialismus, da haben wir zwei wunderbare Folgen zugemacht, die ihr euch nochmal anhören könnt. Und in dem Sinne ist es jetzt auch für uns abgehakt, diese kleine Auseinandersetzung. Soweit dann von dem Q&A der letzten 10 Folgen. Wir freuen uns dann schon auf die nächsten 10. Wir hoffen ihr auch. Und dann hören wir uns jetzt nächsten Sonntag wieder. Glück auf. Glück auf.